Genug Fernsehen geschaut, jetzt wird wieder Quantum Break weitergespielt. Diese Live-Action-Serie war richtig, richtig cool. Mir richtig gut gefallen. Vor allen Dingen, also wie gut sie die Figuren vorstellen und dass die einem dann doch aus einer anderen Perspektive nochmal, ja, nochmal ganz anders gefallen. Super, super Methode. Vielleicht nicht ganz ideal, das abends zu machen, weil man dann vielleicht manchmal ein bisschen Augen zwischendurch zumacht. Reden wir über den Vorfall bei den Trockendocks. Ein Einsatzkommando von Monarch hat sie von der Universität zur Ground Zero-Operation beim Hafen gebracht. Immer noch wütend deswegen, hä? Sie waren gefesselt und bewusstlos. Will? Liam Burke kam, um sie abzuholen, aber sie waren weg. Wie? Schlafwandelnd. Weg da! Sofort! Waffe weg! Das geht leider nicht. Okay. Wir wissen, dass Beth Wilder Ihnen irgendwie dabei geholfen hat. Dann wissen Sie wohl auch den Rest. Nein, denn jeder, der sah, was Sie als nächstes taten, ist jetzt tot. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder warum. Ich habe mich das nie gefragt, weil es sich nicht echt anfühlte. Ich wartete immer noch darauf, aufzuwachen. So, jetzt ist hier eine neue Funktion. Kamera ein bisschen bescheuert angehalten. Chronon-Quellen. Setze den Zeitblick ein, wenn sein Symbol aufblinkt, um Chronon-Quellen auswendig zu machen. Okay. Und diese leuchtenden Dinger hier. Wie cool das auch zusammenpasst dann mit der Serie. So, man kann damit Jacks Kräfte verbessern. Jetzt gibt es hier ein Upgrade-Menü. Ah ja, okay. Und es gibt irgendwie Tagebücher. Okay, was hat es damit auf sich? Ich trug Martin Hedge auf, seine PR-Kampagne zu starten. Die Uni-Mission war ein Erfolg, aber mit großen Verlusten. Ich kann Aufmerksamkeit nicht gebrauchen, noch nicht. Wir müssen Spuren verwischen, jemand anderen beschuldigen. Jacks Transport ist nie bei der Ground Zero-Operation angekommen. Martin will Journalisten als Werkzeug benutzen, um ihn zu finden. Die Stadt gegen ihn aufzubringen. Ich weiß, wo ich ihn wiedersehe. Die Visionen haben es mir gezeigt. Jack in der Universität zu sehen, hat etwas in mir erweckt. Eine Mahnung für das, was kommen wird. Eine Erinnerung, wie alles begann. Wer ich einst war. Vor 17 Jahren führte ich einen Test durch, der einen Riss in der Zeit verursachte. Es war meine Schuld. Das habe ich wirklich sehr schnell eingesehen. Es dauerte deutlich länger zu akzeptieren, dass ich es nicht ändern konnte. Ich baute Monarch aus dem Schatten heraus auf. Wartete 17 Jahre, dass dieser Moment wiederkommt. Hielt mich für bereit. Das war meine bisher größte Herausforderung. Den Moment kommen zu sehen, die Tragödie einfach passieren zu lassen. Das Wissen, dass jede von mir eingeleitete Gegenmaßnahme völlig sinnlos war. Der Moment ist da. Wir sind als Einzige auf das Kommende vorbereitet. Alles läuft nach Plan. Die Zeiten des Versteckspiels sind vorbei. Okay, und die anderen schaltet man jetzt frei. Wenn man... Okay, man muss alle Informationen sammeln jetzt hier in Akt 2. Und dann kriegt man aber auch bestimmte Dinge einfach so. Okay. Gibt's noch Jack. Jack hat auch Tagebücher. Schauen wir doch mal, was der sagt. Wie nah standen Sie und Serene sich vor dem Experiment? Er kümmerte sich um mich schon, seit wir Kinder waren.
Als meine Eltern starben, half mir Pauls Familie wieder auf die Beine. Tja, Will war nicht oft da. Und ich hatte nie das Talent, es mir leicht zu machen. Ich habe Paul da wohl mit reingezogen. Wir haben den Ärger förmlich gesucht. Und gefunden. Er schaffte es raus, ich nicht. Sie haben gesagt, Sie schulden ihm was. Er erkannte den Weg, den ich einschlug und wie ich enden würde. Er hat mich aus dem Land gebracht. Sagte, ich solle nicht zurückblicken, was ich bis jetzt tat. Ja, wir waren uns nahe. Ihr Bruder wurde als Chefberater von Project Promenade eingestellt. William hatte Bedenken, was dieses Projekt angeht. Warum glauben Sie, hat er diese Stelle angenommen? Er wusste, dass er dem Ganzen von innen heraus ein Ende setzen musste. Ich habe eine bessere Frage. Warum drängte Monarch darauf, Will einzustellen, wenn sie wussten, dass er eine Bedrohung war? Sie wollten ihn haben. Warum? Das ist einfach nicht wahr. Monarch hat viel in das Experiment an der Universität investiert. Es ergab Sinn, unseren eigenen Kronon-Wissenschaftler Dr. Kim als Chefentwickler für dieses Projekt anzubieten. Kims Tod war für uns alle eine Tragödie. Aber als er... Spielen Sie keine Spielchen. Wie bitte? Sie vergessen, ich weiß Dinge, die ich damals nicht wusste. Ich weiß, was Dr. Kim wirklich passierte. Was bitte wollen Sie damit andeuten? Sie wollen, dass ich die Wahrheit sage? Dann fangen Sie damit an. Okay. Er wird hier von denen verhört, also von den Monarch-Typen. Das ist keine Regierungsabteilung oder so, die ihn da verhört. Beth hat auch ein Tagebuch und Will hat auch nochmal ein Tagebuch, aber da muss man erst... Ah, die muss man finden, okay. 9. Oktober, 4 Uhr morgens. Die Monarch-Operation an der Universität startet in 15 Minuten. Das ist es. Jahrelanges Training. Nur für diesen Moment. Ich muss meine Tarnung nur noch ein wenig länger aufrechterhalten. Monarchs Ziel ist es, Jack und William Joyce festzusetzen. Und zwar möglichst lebendig. Wenn das, was sie mir erzählt hat, wahr ist, dann wird diese Operation in einer Katastrophe enden. Nur ich kann sicherstellen, dass Jack aus dieser Sache lebend wieder rauskommt, aber ich muss mich noch bedeckt halten. Das Notizbuch enthielt keine Informationen zu William. Ich weiß immer noch nicht, warum Jack der Schlüssel zu all dem ist, wenn William die ganzen Antworten hat. Aber wir werden es herausfinden. Okay. Dann ist es wohl Zeit. Beth Wilder, Abmeldung. Na, Jack ist die Antwort zu allen Fragen, weil er der Typ mit der Waffe ist. So cool das Spiel rennt. Was habe ich denn? Ich habe Upgrades. Zeitblick kann ich upgraden. Einsatz von Wuschen und Flashen werden kurzzeitig gegnerische Positionen angezeigt. Okay. Kann ich denn, ist das alles einzeln oder? Oh, da gibt's ja. Okay, das sind die Upgrades für das einzelne Element. Die hier kann ich noch nicht, weil ich da noch nicht genug Upgrades gesammelt habe. Ich habe den Zeitstopper. Widerstandsfähigkeit des Zeitstoppers wird erhöht, wodurch mehr Projektile in ihm gebündelt werden können, bevor er zusammenbricht. Okay, dann wird der stärker. Den Fokus. Zeitfokus wird direkt nach dem Wuschen durch das Zielen mit dem linken Trigger ausgelöst, dauert länger an. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und das mit dem Positionsmarkieren, ja, kann man gebrauchen, muss man aber nicht unbedingt. Und der Schild regeneriert sich schneller. Ist auch gar nicht so doof. Aber ich nehme das Wuschen. Ich finde das irgendwie ganz cool. Auch mit dem Slowdown danach. Kaufen wir das mal. Achso, muss man gedrückt halten. Hübsche Menüs übrigens. Ah, okay. Und jetzt kann man hier sehen, was man alles schon gemacht hat. Okay. Campusflucht, da fehlt mir schon irgendwas. Hier habe ich alles. Hier habe ich auch alles. Und mich entschieden für irgendwas. Das ist das Video. Und jetzt bin ich hier im... Das ist der zweite Akt im Industrie... Gebiet. Okay. Ja, nett. Was haben wir denn hier? So, wo geht's hier hoch? Hallo. Orange sieht sehr schön aus in dem Spiel. Muss man auch mal sagen. Das alte Industriegebiet. Warum bin ich hier? Mm.
kann das da als Tag an der Wand sein? Geht das denn? Kann doch keiner wissen, dass man das daran taggen kann. Hier muss ich lang. Glaub, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Oh, hübsch. Stimme Objekte, ah. Dass so eine Zeitmanipulationsfähigkeit alles kann. Und auch zerstörbare Objekte anzeigen. Man kennt das ja. Die alte Leier. Ich glaube, das sind jetzt die Abschnitte, die man teilweise schon in irgendwelchen Demos gesehen hat. Also so ein Hafen-Industriegebiet. Das würde mich jetzt nicht völlig überraschen, wenn das hier irgendwie auftaucht. Wenn es jetzt hier auch ein Hafengebiet wird. Was ist das? Ach so, das ist, was ich das beeinflusst habe, okay. Ach, sehr nett. Very nice. Was inzwischen in den Spielen immer an Graffiti am Start ist, ist der Wahnsinn. Ah, da muss ich bestimmt oben rüber. Es muss einen anderen Weg reingeben. Zum Beispiel den hier. Na? Die Steuerung fühlt sich so ein ganz klein bisschen an, als... warte mal, hier kann ich was machen. Moment. Es fühlt sich ein bisschen wie bei Uncharted an, wo so manchmal so das Rennen und Springen angeht, ein bisschen ungenau ist. Aber Uncharted zieht einen dann ja dann immer wieder an die richtige Stelle hin. Ah, ich kann es auch zurückziehen. Ist ja geil. Aber... Okay, hält nicht lange an. Notiert. Als der Riss die Zeit auseinandergebrochen hat, wurden manche Objekte instabil. Mit meinen neuen Fähigkeiten konnte ich ihren Zeitstrang manipulieren, sie zurückspulen. Ah, cool. Gucken, wie oft das im Spiel tatsächlich dann zum Einsatz kommt. Aber nicht gemacht. Also natürlich ein bisschen Rätsel mitbauen. Irgendwas ist hier auch noch. Ach Mist, da unten ist so ein Ding. Ja, komm, Upgrade her. Give me. Dankeschön. Hab dich. Die extra Runde lohnt sich ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, wo man nicht gerne mal noch eine extra Runde zuguckt. Gespannt, was mit den ganzen Figuren auf sich hat. So, also der Hauptbösewicht interessiert mich jetzt noch gar nicht so sehr. Eher die Nebenfiguren. Also auch hier diesen Hacker. Na gut. Holt mich mit einem Helikopter an den Trockendocks ab. Ich muss rüber zur Insel. Verstanden. Ankunft der Seele. Als ich Pauls Gesicht auf diesem Bildschirm sah, hat mich das wieder an alles erinnert. Und zwar auf eine ziemlich kranke Art. Ich konnte dem, was geschehen war, nicht entkommen. Dem, was er getan hatte. Ich musste den Grund erfahren. Aber ein Teil von mir wollte ihm auch eine Kugel verpassen, bevor er was sagen konnte. Diese Tafel war der erste Hinweis. Monarch hatte eine riesige PR-Kampagne gestartet, um seinen Ruf zu schützen. Amy Ferreros Geständnis wird in wenigen Minuten gesendet. Was ist mit Jake Joyce? Sobald das Geständnis. Ja, ich glaube also, das hat sich jetzt schon inzwischen sehr, sehr bestätigt, dass man das auch so alles ganz gut mitkriegt. Ohne die Textfiles. Auf der Gala? Sind Sie sicher? Positiv. Aber ich nehme jetzt trotzdem mal zumindest auf. Auch wenn ich sie nicht groß jetzt zum Lesen brauche. Oh, hier liegt die Monarch-Ausrichtung. Vor allem, wieso erinnert ihn das Bild von dem Paul so plötzlich daran, was da los war? Ich meine, das ist doch gerade erst da heute passiert. Natürlich erinnert ihn das daran. Na, grüne Zone, gelbe Zone, rote Zone. Hier muss mal irgendwie was mit irgendeinem Zeitexperiment passiert sein. Und was da drin dann zu sehen ist. Hey, was macht das Reaper-Team mit diesen Videokameras oben in A3? Offenbar wird irgendeine Tusse namens Amy das Gesicht für Serenes PR-Kampagne. Sie filmen Geständnisvideos. Wir haben die Bibliothek hochgejagt, um für etwas Ablenkung zu sorgen. Die Medien werden sich darauf stürzen und Amy wird gestehen, dass die Demonstranten hinter der Sache stecken. Kontakt! Wer ist es? Joyce ist hier! Ich hatte gehofft, dass man mehr rumschleichen kann.
Ja, ach schade. Aber die Explosion war es wert. Dann haben sie mich doch zu sehr gesehen. Ich dachte, man kann da irgendwie weiter von ihm weg. Oh, das war jetzt aber schnell. Könnte die ja da alle... Zack. Fangen nehmen. Ja. Wow. Passt rein. Erwischt. Das ist der Typ aus der Uni. Boom. Aber wie geil das auch alles kaputt geht. Ach, mir gefällt sowas immer. I like it. Oh Mann, ey, hoffentlich verkauft sich das gut. So schade, wenn diese Art von Spielen nicht mehr gemacht werden, keine Aufmerksamkeit mehr kriegen. Nur weil es irgendwie kein Multiplayer-Action-Ding ist. Oder Survival-Teil. Das ist immer ein Scheiß-Aufwand, um das zu machen. Na, wo ist einer? Da. Oh, hallo Fass. Machen wir dich mal auf. Haha. Er läuft angenehm schnell. Also es gibt ja keine Rennenfunktion. Aber er kommt hier ganz gut durch. Oder? Nee, es gibt kein Rennen. Nur vorwärts drücken. Irgendwo muss jetzt hier noch so ein Ding sein. Ah, Moment. Zack, hab dich. Danke, das war der letzte. Ach, da oben liegt's. Hab ich gesehen. Das ist für Will. Ah, stimmt, der ist ja schon tot. Kann ich die noch zusätzlich nehmen? Oh ja, geil. Okay, also drei Waffen. Maximum. Wie komme ich da jetzt hoch? Nee, das ist eben nicht. Das passt eben nicht gut genug. Irgendwo kann man doch bestimmt hier rüberspringen. Oder hier klettern. Ja, oder hier die Tür aufmachen. Dieser Lift scheint der einzige Weg hier raus zu sein. Irgendwo hier muss es einen Generator geben. Ich wollte schon sagen, dieser Generator stand da so auffällig. War ja klar. Dann auch noch so wunderschön beleuchtet. Das passt ja. Na also. Was ist das? Hallo? Jack, hier spricht Beth Wilder. Beth, ich... Du bist die, nach der mein Bruder gesucht hatte. Ich bin die, die versucht hat, deinen Arsch zu retten, als du dich dazu entschlossen hast, wildballernd durch die Lagerhalle zu rennen. Hör mir genau zu. Du befindest dich im Außenbereich einer Kronon-Gewinnungsanlage von Monarch. Und Paul Serene befindet sich an den Trockendocks in der Nähe. Keine gute Mischung. Also sollten wir... Die Trockendocks. Wenn Paul bei den Trockendocks ist, mache ich mich auf den Weg dorthin. Nein, Jack, wir haben zurzeit nur eine Priorität. Und das ist der Riss. Die Zeit endet. Will hat gesagt, dass er... Will ist tot. Mein bester Freund hat sich in ein Monster verwandelt. Er wusste, dass dies geschehen würde. Er war darauf vorbereitet. Paul ist der Schlüssel, um das alles hier zu verstehen. Und ich werde ihn finden. Wir wissen beide, dass du keine Fragen stellen wirst, wenn du Serene findest. Denk drüber nach. Und das nächste Upgrade. Gott, tatsächlich 7 sogar hier in dem Gebiet. Okay. Mal ein bisschen aufpassen, nicht, dass hier noch irgendwelche vergesse. Paul war weiter weg in den Trockendocks. Ich erkannte den Ort wieder. William hatte jahrelang ein Labor in diesem Industriegebiet. Ich wusste, dass das kein Zufall sein konnte. Ah, okay. Das ist tatsächlich jetzt der Abschnitt. Zumindest diese Dock-Abschnitte, das hat man in der Demo schon mal irgendwie gesehen, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, welchen Abschnitt. Oder vielleicht war das auch irgendwas Gebautes, was es jetzt hier gar nicht mehr gibt. Okay. Bitte, bitte lassen Sie mich einfach gehen. Du hast gute Arbeit geleistet, Amy. Sie haben es gerade gesendet. Aber Hatch will noch ein Geständnis. Hast du das Skript? Ja, das hier ist etwas reflektierter, so in der Art. Ich wünschte, wir könnten das alles rückgängig machen.
Dave wird das mit dir machen. Dave? Ihr nennt eure Namen. Ihr werdet mich nicht gehen lassen, oder? Was war das? Aha, geil. So. Oh Gott. Jetzt bin ich noch mehr gespannt, wie das wohl wäre, wenn ich nicht, wenn ich diesen anderen Weg gegangen wäre, wie sich das verändert. Das allein macht schon wert, das nochmal zu spielen. Ja, vor allen Dingen die andere Sequenz Jack zu sehen. Joyce. Du, von der Demo, was machst? Es tut mir wirklich leid. Ich wollte es nicht, aber sie haben mich dazu gezwungen. Sie haben dich wozu gezwungen? Was ist hier los? Sie haben mich dazu gezwungen, falsche Geständnisse zu machen, für die Nachrichten wohl. Es tut mir so leid, Jack. Sie waren bewaffnet. Hey, was du auch getan hast, es ist nicht deine Schuld. Nichts davon ist deine Schuld. Ich bin nur froh, dass es dir gut geht. Das ist ja sogar das Zimmer hier aus der Sequenz. Geil. Da ist auch schon das nächste von den Upgrades. Und hier ist... Ja. Nochmal Hintergrundinformationen, die ich garantiert auch so im Spiel bekomme. Oh Gott, ich wusste, dass Monarch etwas im Schilde führt, aber das ist total krank. Achso, ich kann ihn nicht. Hör zu, ich muss zu den Trockendocks. Kennst du den Weg? Nein, ich glaube nicht. Aber sie haben mich durch eine Sicherheitsstation in der Nähe hingebracht. Ich kann dir helfen, dort durchzukommen. Ich schulde es dir. Das sind die Augentropfen, die man in der Dings gesehen hat, in der Zwischensequenz. Die Sicherheitsstation ist gleich da drüben. Ich bin so ein Fan von diesem weichen Licht, was auch bei The Order ja schon so geil war. Ich wusste, dass Monarch eine dunkle Seite hat, aber das? Sie kontrollieren die gesamten Medien, einfach alles. Das hier können sie nicht vertuschen. Die Sache ist zu groß. Das können sie, glaub's mir. Ja, das können sie nicht vertuschen oder vielleicht können sie es doch vertuschen. Weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall das Ende dieser Folge vertuschen, denn ich werde sie jetzt beenden. Macht's gut, Leute. Monarch verdreht die Geschichte für die Medien. Sie behaupten, dass die Demo eskaliert ist und dass wir die Bibliothek in die Luft gejagt haben. Sie machen dich dafür verantwortlich, Jack. Ich bin Paul Sündenbock. Das ist nicht gut. Wenn die Nachrichten gesendet werden, wird die ganze Stadt gegen dich nicht mal aufhören. Niemand wird wissen, was wirklich geschehen ist. Na schön. Da höre ich halt nicht auf. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das? Sie haben mir gesagt, dass sie nach Hause geschickt wurden. Hier drinnen, okay. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Komm ich denn hier rein? Ja. Ach, das macht immer Spaß, nach den Upgrades zu suchen. Ganz nett. Weiter. Hey, es hat funktioniert. Das hält nicht lange an. Ich glaube nicht, dass du schnell genug bist. Das lässt sich ändern. Moment mal. Komme ich hier nicht hoch, oder was? Hier komme ich hoch. Ich denke, du musst irgendwie auf diese Seite des Tors kommen. Ja. Ich will da irgendwie rüber, aber wie komme ich da rüber? Manchmal ein bisschen tricky. Komme ich denn da rein? Mist. Ich einfach rüberspringe. Nee. So einfach macht es mir das dann doch nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht der Eingang da rein. Vielleicht gibt es den Eingang von der einen, von der anderen Seite. Sieht hier schon sehr nach... kann man gar nicht weiter aus. Oh.
einen Rundumblick, aber ich komme da ja auch nicht hoch. Wahrscheinlich kommt man da wirklich von der anderen Seite rein. Oder ich habe halt Pech und kriege dieses Update nicht mehr. Hier komme ich auch noch so rüber. Auch nicht. Die seien ja vorher beigebracht, wenn man jetzt hier irgendwas manipulieren könnte. Nee. Oder kann ich denn mit dem Schild vielleicht irgendwas aufschlagen? Nee, geht auch nicht. Da oben geht's durch. Irgendwie muss man auf das Dach kommen. Wie könnte man auf das Dach kommen? Natürlich versuchen, hier hochzuklettern. Ja. Nee, will er nicht. Will er nicht, will er nicht, will er nicht. Hier drüben, das ist alles zu weit weg, glaube ich. Ja, da kommt er nicht. Kann nicht ran. Oh nee, er kann ja nicht so weit, so weit springen. Nein. Nee, nee, nee. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Vielleicht geht es auch tatsächlich dann erst von der anderen Seite aus. Mal sehen. Oder ich verpasse das Ding da jetzt an der Stelle. Ist kein Weltuntergang. Die Folge ist jetzt trotzdem erstmal vorbei. Bis denn.